Die Apokryphen, übersetzt von Dr. Hermann Menge, aus dem Jahr 1930. Das Buch Judith. Erster Teil. Entsendung des Holofernes zur Bestrafung der westlichen Völker. Erstens. Nabuchodonosors Sieg über Arpharat. Im 12. Jahre der Regierung Nabuchodonosors, der als König über die Assyrer in der großen Stadt Ninive herrschte, in den Tagen Arpharats, der über die Meder in Ekbatana herrschte. Dieser hatte rings um Ekbatana Mauern von Quadratsteinen, 3 Ellen breit und 6 Ellen lang erbaut, und die Höhe der Mauer auf 70 und ihre Breite auf 50 Ellen bemessen. Ihre Türme hatte er auf den Stadttoren 100 Ellen hoch errichtet und sie am Grunde in einer Breite von 60 Ellen aufgeführt. Ihre Tore hatte er zu einer Höhe von 70 Ellen und zu einer Breite von 40 Ellen angelegt, damit seine gewaltige Heeresmacht und die Scharen seines Fußvolkes in geschlossenen Reihen hindurchziehen könnten. In jener Zeit zog der König Nabuchodonosor gegen den König Apharat zu Felde in der großen Ebene, die im Gebiet von Ragau liegt. Da stießen zu ihm alle Bewohner des Berglandes und alle Anwohner des Euphrat, des Tigris und des Hydaphes, und die Mannschaften aus der Tiefebene Ariochs, des Königs der Elymäer. So vereinigten sich denn viele Völker zum Kampfe gegen die Söhne Scheleuts. Da sandte Nabuchodonosor, der König der Assyrer, Boten an alle Bewohner Persiens und an alle Bewohner der westlichen Länder, nämlich an die Bewohner von Sizilien und Damaskus, vom Libanon und Antilibanon und an die Bewohner der Meeresküste, sowie an die Völker am Karmel und in Gilead, in Obergalilea und in der großen Ebene Estrilom, sodann an alle in Samaria und den dortigen Städten und jenseits des Jordans bis nach Jerusalem und Betane, Chelos und Kades, bis an den Bach Ägyptens, nach Tafne, Ramesse und bis zum ganzen Lande Gesem, bis über Tanis und Memphis hinaus und an alle Bewohner Ägyptens bis an die Grenzen von Äthiopien. Aber alle Bewohner aller dieser Länder ließen den Befehl des Assyrerkönigs Nabuchodonosors unbeachtet und leisteten ihm keine Heeresfolge, weil sie ihn nicht fürchteten, sondern in ihm nur einen gewöhnlichen Menschen ihresgleichen sahen. Sie schickten also seine Gesandten unverrichteter Sache und unter schnöder Missachtung zurück. Da ergrimmte Nabuchodonosor gewaltig gegen alle diese Länder und schwor bei seinem Throne und seiner Herrschaft, an allen Gebieten von Sizilien, Damaskus und Syrien Rache zu nehmen und mit seinem Schwert auch alle Bewohner des Landes Moab sowie die Ammoniter und das ganze jüdische Land und alle Bewohner Ägyptens bis zum Gebiet der beiden Nilarme auszurotten. Er zog also mit seinem Heere gegen den König Apharat zu Felde im 17. Jahre seiner Regierung, besiegte ihn in der Schlacht und schlug die ganze Streitmacht Apharats, auch seine gesamte Reiterei und alle seine Kriegswagen in die Flucht. Er eroberte dann seine Städte und zog bis vor Ekbatana, dessen Türme er in seine Gewalt brachte, dessen Straßen er verwüstete und dessen Herrlichkeit er ein schmähliches Ende bereitete. Hierauf nahm er den Apharat in den Bergen von Ragau gefangen, durchbohrte ihn mit seinen Wurfspießen und brachte ihn so noch an demselben Tage ums Leben. Schließlich kehrte er nach Ninive zurück, er
und alle seine Hilfsvölker, eine gewaltige Menge von Kriegsvolk. Er ließ es sich dort wohl sein und schmauste mit seinem Heere 120 Tage lang. Die Wahrheit macht frei. Wenn es nicht frei macht, dann ist es der falsche Weg. Wer der Lüge Glauben schenkt, der verliert die Wahrheit und sein Leben. Sei wachsam und lass dich nicht verführen. Gehe den geraden Weg nicht zurück, wenn du zweifelst. Dein Rat ist wertvoller als Gold. Vielen Dank.